lese dann auch immer hier der heimliche Chef und der Silberrücken und der Vater und so, aber da sehe ich mich gar nicht so. Also das ist halt, ja, sollen sie schreiben, was sie wollen. Ich glaube, die Jungs in der Mannschaft lachen auch immer darüber so ein bisschen. Heute bei mir im FCS-Blog-Interview ist der Mann für die wichtigen Tore, so heißt es beim 1. FC Saarbrücken. Grüß dich, Tobias Jennecke. Erste Frage. Die Szene, das war ja so ein Spiel gegen 1860 mit vielen spannenden Szenen. Aber die eine, die mir so im Gedächtnis bleibt, ist halt, du kriegst den Ball an der Mittellinie gefühlt, guckst einmal kurz hoch und rennst einfach komplett wild Richtung Strafraum und flankst den Ball rein. Wie hast du die Szene erlebt? Kannst du es noch mal so ein bisschen beschreiben, wie du es erlebt hast? Ja, das war eigentlich intuitiv gehandelt. Ich kriege den Ball da auf der Außenseite, was auch so gewollt ist, sage ich mal, dass ich da immer auch wieder abkippe und anspielbar bin. Und ja, ich glaube, der Gegenspieler dachte einfach, dass ich wie oft den Ball dann versuche, hinter die Kette zu spielen oder vorne im Zentrum zu spielen. Und ich habe gleich gemerkt, dass das nicht funktioniert, dass er da versucht zu blocken. Und ja, dann war der Platz einfach da und ich bin losgelaufen. Und auch wenn ich jetzt schon über 30 bin, ganz so langsam bin ich dann doch nicht. Und früher war das meine große Stärke und genau mit Tempo einfach die Linie lang. Und ich habe dann zum Glück Schippi auch in der Mitte gesehen, der da völlig blank war. Und ja, war, glaube ich, ganz wichtige Aktion auch für das Selbstvertrauen, für die ganze Mannschaft und für mich dann natürlich auch. War das auch so ein bisschen die Antwort auf so vielleicht auch Kritik an dir? Also das war ja jetzt so eine Phase, wo auch so häufiger mal gesagt wurde, jetzt hat er ein paar Spiele gemacht, die jetzt nicht so waren, wie wir es von Tobi Jennecke erwarten. Ja, habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen oder verfolgt das jetzt auch nicht so intensiv. Ja, ich versuche einfach im Spiel meine Aufgabe zu erfüllen. Also das ist ja das, was viele Außenstehende ja auch in so einem Spiel gar nicht wissen können, weil sie nicht dabei sind, was der Trainer einem mitgibt, was die Aufgabe ist. Ja, ich weiß auch, dass ich schon bessere Spiele gemacht habe, auf jeden Fall. Aber für mich ist immer in allererster Linie wichtig, die Aufgabe zu erfüllen, die ich vom Trainer bekomme. Und solange das der Fall ist, bin ich erstmal im Grunde zufrieden. Und klar, ich wünsche mir dann auch natürlich mehr Aktionen, mehr Tore, mehr Vorlagen. Aber manchmal gibt es das Spiel auch gar nicht her. Und das war natürlich dann auch mal wieder eine Szene, wo vielleicht der eine oder andere gesagt hat: Oh, der ist ja auch noch da. Also, ja, das tut einem natürlich schon gut, gar keine Frage. Das waren ja jetzt zwei Spiele gerade gegen Haching und gegen 1860, wo gerade für Außenstehende, die nicht so viel mitbekommen, die Mannschaft noch mal ganz anders wirkt als so in den Spielen zuvor. Hast du da eine Erklärung für oder würdest du sagen, dass das auch mit dieser Debatte zusammenhängt, dass das so viel über einen Trainer diskutiert wurde? Ja, ich glaube einfach, dass wir in den Spielen davor auch nicht so weit weg waren von 3 Punkten und dass wir da schon auch immer auf einem guten Weg waren. Und wir haben auch immer zu uns gesagt, dass das Pendel auch wieder auf unsere Seite umschlagen wird. Und das muss man sich einfach erarbeiten. Und in Unterhaching zum Beispiel hatten wir auch wieder dieses Spielglück, dass wir dann halt mal nach dem Standard einen machen und dass wir mal vielleicht einen Foul kriegen, was nicht jeder Schiedsrichter pfeift oder dass man mal. Ja, dass Batzi gegen 60 den Elfmeter hält, so wo einfach wieder dieses Quäntchen, was man sich einfach vielleicht in den Wochen davor erarbeitet, dass es dann in diesem Spiel wieder da ist. Das gibt einem Selbstvertrauen, das gibt einem Sicherheit und ja, wir haben jetzt eine ganz, ganz schwierige Aufgabe vor uns und da helfen 2 Siege im Rücken natürlich ein bisschen. Ja, Stichwort schwierige Aufgabe. Es kommt ja jetzt Ferl und dann die Woche drauf. Also der März ist ja vollgepackt mit Spielen. Wie erlebst du das als Fußball? Das ist ja kaum Zeit, irgendwie mal wieder zu entspannen. Wie gehst du damit um? Letztes Jahr gab es ja auch schon so eine Debatte, als die Drittligavereine in kurzer Zeit so viele Spiele machen mussten. Ich sehe es eigentlich so, dass, ja, ich finde das klasse. Also wir trainieren nicht viel. Wir sind Fußballer, um am Wochenende auf dem Platz zu stehen, um zu spielen. Und was gibt Schöneres, alle 3, 4 Tage auf dem Platz zu stehen und Spiele zu spielen, um zu punkten, um Geld zu verdienen. Und man hört ja immer so, ja, Hobby zum Beruf gemacht und was weiß ich alles. Und dann ist es auch das Schönste, wenn ich alle 3, 4 Tage im Wettkampfmodus bin. Und deswegen, ich weiß, dass ich nicht alle 5 Spiele 90 Minuten spielen werde. Das ist nicht möglich.
gerade so auf, wie wir spielen werden oder von unserer Art Fußball zu spielen. Aber trotzdem ist es doch, das ist doch geil. Gerade auch die Heimspiele. In 5 Tagen, da glaube ich, 3 oder 4 Heimspiele, das ist doch, da haben wir Bock drauf. Stichwort Heimspiel, es ist ja jetzt wieder, dass so kurzfristig das möglich war mit Völklingen, ein Stadion, das du auch gut kennst. Du bist ja mal hergekommen in einer Zeit, wo man gedacht hat, dass man vielleicht bald mal wieder im Ludwigspark spielt. Dann hat es ein bisschen gedauert und jetzt hast du mal im Ludwigspark erlebt. Wie findest du so die Stadien? Wie nimmst du das als Fußballer wahr? Ja, also ich finde, Völklingen hat schon einen gewissen Flair, auch wenn das am Anfang so ein bisschen ja, doof war, sage ich mal, und auch vielleicht nicht so beliebt. Aber ich glaube, gerade mit der Pokalsaison hat man das Stadion auch ins Herz geschlossen. Und ja, die Diskussion mit den Stadien, im Endeffekt sind wir dankbar, dass wir hier spielen können in Völklingen. Der Rasen war super für die Jahreszeit. Klar, der war tief, der war nicht optimal, aber ich glaube, in den ersten 3 Ligen, klar, Bundesliga vielleicht ausklammern, aber in der 3. Liga gibt es nicht viele Plätze, die jetzt besser waren am Wochenende als in Völklingen. Und mit dem Ludwigspark, ja, das ist halt eine Geschichte. Da kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist extrem schade. Wir hatten eigentlich im Sommer schon gesagt, lass uns doch vielleicht nochmal 2, 3 Wochen lieber in Völklingen spielen, dass man das Ludwigsparkstadion dann vielleicht richtig hinbekommt, die 2, 3 Wochen vielleicht dann noch nutzt, weil ganz ehrlich, nach 4, 5 Jahren kommt es auf 2 Wochen auch nicht mehr an. Und dann hätte man vielleicht die Rasenprobleme umgehen können. Keine Ahnung, woran es da jetzt genau hängt und wer da schuld hat, das wissen wir auch nicht. Auch wenn ich mich damit immer sehr gerne auch beschäftige und auseinandersetze und das schon auch verfolge. Aber ja, ich glaube, Hauptsache nicht nach Frankfurt, das trifft es immer schon ganz gut. Es sei denn, man hätte von Anfang an natürlich gesagt, ihr spielt immer in Frankfurt, dann wäre es, glaube ich, auch okay gewesen. Aber so ist es natürlich auch immer unglücklich für uns. Also da höre ich so ein bisschen raus, du verfolgst auch so ein bisschen, was so um den Verein herum passiert wird. Ja, klar, weil ich glaube, dass so ein Stadion, ja, das gibt ja, verleiht der ganzen Stadt ja auch einen gewissen Ruf, einen gewissen Charme. Und wenn es heißt, Saarbrücken hat ein geiles Stadion deutschlandweit, mit einem geilen Platz, mit geilen Fans, da wird geiler Fußball gespielt, dann ist das auch Werbung fürs Land und für die Stadt. Und was wir jetzt gerade erleben, ist ein bisschen das Gegenteil, ne? Dass man sich so, ja, man wird dann halt im Zusammenhang mit dem Flughafen in Berlin genannt, zum Beispiel, was ja eigentlich traurig ist und was, glaube ich, auch vermeidbar gewesen wäre. Und letztendlich sind wir dann halt auch irgendwo die Leidtragenden, weil wir auch immer uns wieder auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Und ja, wir hoffen einfach, dass das jetzt irgendwann dann auch mal geklärt wird. Und ja, wenn wir irgendwas dazu beitragen können, machen wir das natürlich auch gerne. Du kennst ja noch als Spieler von Wiesbaden und Rostock den alten Ludwigspark von Auswärtsspielen. Wie hast du damals das Stadion so wahrgenommen bei diesen Spielen? War mal, der alte Ludwigspark war riesengroß gefühlt. Es war, glaube ich, zweimal unfassbar warm in diesem Stadion, ohne ein laues Lüftchen. Immer ein super Platz gewesen. Das ist ja auch das, was die Saarländer hier auch immer, auch von der Mannschaft immer sagen, der Platz war immer top. Nee, ich mag so eine alte Stadion irgendwo auch, weil die immer so eine gewisse, die haben halt eine Geschichte und einen gewissen Flair und es müssen nicht immer diese hochmodernen neuen Stadien sein, weil da kommt halt auch oft kein Licht rein und da leidet dann auch der Platz und ja auch die Atmosphäre manchmal ein bisschen. Jetzt vielleicht noch mal so auf deine Rolle als Spieler bezogen. So, du warst ja in deinen ersten Spielzeiten beim FCS eher so der Mann auf der rechten Außenbahn. Da hattest du ja auch meistens so ein Tandem mit Alexandre Mondi gebildet. Und seit dieser Saison machst du eine zentralere Rolle. Wie kommst du mit dieser Umstellung zurecht? Sehr gut. Vielleicht hätte da ein Trainer mal früher drauf kommen können, aber ja, das ist ja im Endeffekt daraus entstanden, dass ich nicht den Spielertypen verkörper, den der Trainer rechts außen haben möchte. Mit dieser Dynamik, mit diesen tiefen Läufen, das bin ich einfach nicht und das war ich auch nie und das ist auch gar kein Problem. Und da haben wir offen drüber gesprochen, was man machen kann, was die Option ist und ja, da kam dieses Spiel in Luxemburg und dann das Testspiel gegen Basel. Und dann lief es natürlich auch perfekt, das muss man dann auch sagen. War schon auch ein, ja, wenn die Mannschaft dann gut spielt und dann ist es für einen alleine natürlich auch einfacher, sich mit einer neuen Position zurechtzufinden. Und ich glaube, ich mache das da recht ordentlich mit einer gewissen Zuverlässigkeit. Und ja,
wie gesagt, hätte vielleicht auch mal schon mal früher passieren können. Du hast ja im Mittelfeld jetzt seit Jahresbeginn sehen wir ja häufiger Luca Kerber, der ja ganz junger Typ ist. Wie findest du das als Mitspieler, wie er sich so macht? Das ist ja auch ein Riesenthema bei den FC-Fans, die ja alle so begeistert sind, dass der quasi mit 18 Jahren schon so eine Souveränität auf dem Platz ausstrahlt. Ja, ich habe ja Luca das erste Mal eigentlich so gesehen, als ich bei der Jugend mit reingeschnuppert habe, da als Co-Trainer, sag ich mal. Und da hat man das schon gesehen, dass er da auch zu Recht Kapitän ist und eine gewisse Qualität hat. Und ja, ich glaube, in erster Linie muss man sagen, Hut ab, dass der Trainer ihn auch erstmal einfach reinschmeißt. Ist nicht so selbstverständlich und auch nicht so einfach. Und Luca zahlt das natürlich zurück. Ist komplett akzeptiert auch in der Mannschaft. Ist ja ein feiner Junge. Und sportlich brauchen wir nicht drüber reden. Der macht sein Zeug, da weiß man, was man hat. Der haut sich in jeden Ball rein und das ist, glaube ich, genau das, was auch zu uns passt. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie aus dem eigenen Nachwuchs kommt oder dass er irgendwie Anlaufschwierigkeiten hat oder dass man ihm irgendwie groß was erklären muss, sondern der spielt sein Spiel und hilft uns natürlich enorm, auch gerade jetzt, wo Manu gesperrt war und unser Personal natürlich arg gebeutelt war. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du auch so reingeschnuppert hast als Trainerassistent im Jugendbereich. Und es ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht weit hergeholt, dass dich Fußball so reizt, dass du da gern auch nach der Karriere bleiben möchtest. Was sind denn so deine Ziele da oder was würdest du gern machen? Also so wirklich Pläne für nach dem Fußball. Ich habe Ideen, aber wir haben auch die Erfahrung als Familie gemacht, dass Pläne schmieden nicht unser Ding ist. Das wird zu oft über den Haufen geworfen. Ja, ich möchte einfach Erfahrungen sammeln erstmal, um einfach zu gucken, ja, inwieweit das auch für mich in Frage kommt. Und ich habe schon Bock, danach im Fußball zu bleiben, keine Frage. Nachwuchs finde ich immer recht spannend. Ja, ich würde aber auch schon gerne noch 3, 4 Jahre spielen. Also mal, ich bin gesund, ich bin fit. Ich traue mir das schon noch zu. Und alles, was danach kommt, das wird man dann sehen. Aber ist natürlich auf jeden Fall eine Option für mich, da irgendwie dann meine Erfahrung weiterzugeben. Und ich glaube, das ist auch in einem Verein, wenn man 5, 6, 7 Jahre in einem Verein spielt, dann auch einfacher, vielleicht den Übergang zu schaffen und ja, da Fuß zu fassen. Du bist ja schon recht lange beim FC jetzt seit 2017. Das ist ja auch jetzt gar nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, dass Fußballer so lang bei einem Verein bleiben. Du bist ja auch so ein bisschen heimisch geworden im Saarland, kann man sagen. Ja, finde ich extrem ungewöhnlich im Fußball, dass ich persönlich natürlich schon lange hier bin, aber es gibt halt ein paar Spieler, die sind noch länger hier und das finde ich noch viel, viel krasser und lobenswerter und das finde ich super. Ich glaube, davon zehren wir auch als Mannschaft ungemein, dass wir wirklich schon teilweise über 4, 5 Jahre zusammenspielen und das spiegelt sich auch so ein bisschen wider, glaube ich, in unserer Mentalität als Mannschaft. Und ja, wir haben das hier schon schätzen gelernt. Also als ich damals hierher gekommen bin, war das jetzt nicht der Plan, 4, 5 Jahre vielleicht hier zu bleiben und hier sesshaft zu werden. Aber nee, wir haben das hier wirklich, dieses kleine, familiäre, dieses Saarland auch wirklich lieben gelernt. Und unsere Tochter geht jetzt hier zur Schule. Das ist ja auch nicht irgendwie eine Kleinigkeit und deswegen habe ich hier auch, war es für mich auch gar kein Thema, hier nochmal zu verlängern, weil wir wirklich sehr zufrieden sind und uns im Moment nicht beklagen können. Wie ist das eigentlich mit deinen Kindern? Sind die im Moment traurig, dass sie nicht können die eigentlich ins Stadion so als Angehörige oder die können wahrscheinlich nicht? Wie ist das im Moment so mit Corona? Macht natürlich total Sinn, dass die Leute, also eigentlich macht es wenig Sinn, dass die Leute mit denen jeden Tag zusammen sind, nicht ins Stadion dürfen, aber. Gut, wir können es nicht ändern. Die leiden schon darunter. Also das ist immer schon ein Highlight für die Familie auch, gerade für die beiden nach dem Spiel nochmal auf den Platz zu kommen, da ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen zu spielen. Das tut denen schon weh. Das merkt man, dass ich am Wochenende immer alleine los muss. Die sind auch durch die Pokalspiele komplett geflasht und im FCS-Fieber dann erst recht gewesen. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass es zumindest irgendwie in naher Zukunft wenigstens für die Familienangehörigen möglich sein soll und kann und am besten natürlich auch für alle anderen, dass man wieder ins Stadion darf. Und das fehlt uns halt schon ungemein. Also nicht nur uns Spielern, sondern glaube ich auch den Familien und den
den Menschen. Ja, das ist ja auch nochmal anders im Stadion. So, es gibt ja einmal die Fans, aber meistens ist ja auf der Tribüne, gerade bei so Saarbrücken ist ja schon großer Traditionsverein, aber auch ein familiärer Verein, kann man ja schon so sagen. Wie fühlst du die Unterstützung dann in so einer Zeit? Oder wie viel von so einer Unterstützung kommt dann trotz Corona noch bei dir als Spieler an? Ja, mittlerweile hat man sich schon daran gewöhnt, dass da nichts los ist. Auf der einen Seite muss ich aber auch ganz klar sagen, man fährt halt schon mit weniger Druck, sag ich mal, in so ein Stadion zum Spiel, ne? Also man ist schon, ich merke das bei mir halt auch, dass die Nervosität nicht so groß ist, als wenn da jetzt 20.000 Zuschauer sind. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Ja, trotzdem, Fußball lebt von diesen Emotionen, von Bratwurst und Biergeruch. Und ja, dafür, dass es da hoch hergeht. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das schnellstmöglich ja, wieder geht, weil ja, man gewöhnt sich so dran und das soll es eigentlich nicht sein. Und in der Zeit, in der ich noch Fußball spiele, würde ich das natürlich genießen, dass da die Ränge voll sind, dass man auch seinen Namen von Fans rufen hört und nicht nur vom Stadionsprecher. Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen. Es wäre ja auch schade, wenn jetzt zum Beispiel so ein kleiner Run entsteht, doch nochmal. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen jetzt nach den letzten zwei Spielen, wir trauen euch das auch nochmal zu, dass ihr jetzt vielleicht sogar nochmal oben angreift. Da wäre es ja auch schade, wenn da die Leute dann das quasi auf dem Fernseher wieder verfolgen müssen, wie dieses DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, das ist bodenlos eigentlich. Also es ist einfach ja schwierig so. Ich sag gerade die Last-Minute-Siege zu Hause gegen Dresden oder gegen Unterhaching. Wenn man sich da vorstellt, da sind 10, 12.000 Zuschauer im Stadion, was das einfach für eine Explosion gewesen wäre. Gerade in dem neuen Stadion auch. Und ja, da trauert man natürlich schon so ein bisschen hinterher. Umgekehrt wissen wir auch, dass wir dann auswärts vielleicht den einen oder anderen Punkt nicht geholt hätten. Vielleicht wie in Duisburg oder ja, keine Ahnung, in Magdeburg oder sowas. Aber ja, ich glaube, hoffen, ich würde fast sogar sagen, man sollte das schon fordern mittlerweile, dass da Fans auch wieder erlaubt sind, weil ja, weil es, glaube ich, auch genug Möglichkeiten gibt, das umzusetzen. Stichwort Duisburg, ich habe es mir gerade vor dem Interview nochmal angeguckt, das Tor auch, weil das ja so ein bisschen das auch so die Erwartung geworden an dich, dass du die wichtigen Tore machst. So einmal erstes Saisontor in der dritten Liga, die Tore im Pokal. So wie schaffst du das? Oder vielleicht doofe Frage, vielleicht eher so. Wie kommst du, dass du immer da in den Momenten so richtig stehst? Gute Frage. Ja, keine Ahnung. Wenn ich mir die Tore danach immer noch mal angucke, denke ich auch so, ja, warum habe ich jetzt gerade den Weg gemacht oder warum bin ich da stehen geblieben? In Duisburg bleibe ich ja eigentlich einfach nur stehen und habe eigentlich gar keinen Auftrag. Weiß ich nicht, ob das denn ja einfach Glück ist oder intuitives Handeln oder ich bin auf jeden Fall froh, dass es so ist und dass die Bälle dann auch meistens reingehen. Aber Fußball ist, man kann auch nicht immer alles erklären und es gibt halt auch Phasen, da triffst du halt gar nichts. Hatte ich auch schon oft genug. Und dann gibt es halt Momente, wo du halt ja, einfach da sein musst oder wo das Schicksal es einfach mit einem gut meint. Und gerade so das Köln-Spiel war ja, glaube ich, so ein Paradebeispiel, wo ich ja vorher den Fehler zum 2-2 mache. Und ja, hätte ich selbst nicht gedacht, dass ich denn da nochmal mich zurückmelde mit einem Tor. Darf man gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn wir da ausscheiden. Also, bin ich ganz froh, dass es so ist, wie es ist, und würde mich natürlich freuen, wenn auch das ein oder andere Tor dazukommen würde. Einfach nur so von mir rumgesponnen. Ich muss eigentlich so dran denken an dein Tor gegen Bayern 2. Das ist ja so super spannend, weil du erstmal den Zweikampf gewinnst im Mittelfeld und das wirkt halt so wie da hatte ich so am Fernseher das Gefühl, das ist so ein richtiges Aufbäumen und irgendwie, dass du auch so ein bisschen versuchst, die Mitspieler dann so mitzureißen. Das war so irgendwie so eine Explosion und du gehst nach vorne und dann machst du, glaube ich, den zweiten Ballabpraller rein. Spiegelt das auch so ein bisschen deine Rolle so wieder, so in der Mannschaft, dass du auch so die Leute mal antreibst oder auch mal motivierst nochmal? Ja, ich lese dann auch immer hier der heimliche Chef und der Silberrücken und der Vater und so, aber da sehe ich mich gar nicht so. Also das ist halt, ja, sollen sie schreiben, was sie wollen. Ich glaube, die Jungs in der Mannschaft lachen auch immer darüber so ein bisschen. Aber nee, ja, so klar, dass es irgendwo meine Aufgabe ist, auf dem Platz dann
ja, dann da voranzugehen und sei es mal mit einem gewonnenen Zweikampf oder mit einer Aktion. Ich bin jetzt nicht so der Lautsprecher oder ich bin jetzt nicht der, der dann sich dann mit Körpersprache oder so, sondern ich versuche das über fußballerische Elemente ja, umzusetzen. Und das ist auch, glaube ich, das, was man verlangen muss in erster Linie von einem erfahreneren Spieler. Und ja, wenn das denn so rüberkommt, dann ist das natürlich gut für mich. Und ich glaube, das Tor gegen Bayern 2, das, ja, das war schon wirklich so eine Aktion, wo man auch gemerkt hat, wir haben ein bisschen Probleme, wir kommen nicht so richtig hin, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten. Und ja, da hat sich das Blatt dann, glaube ich, für den Moment zumindest ein bisschen geändert, auch wenn wir dann unglücklich das Ding noch verlieren. Aber nee, ist natürlich schön, dann auch zu hören, dass das so wahrgenommen wird. Also da höre ich so ein bisschen raus, dir ist es eigentlich eher wichtiger, so durch Leistung zu überzeugen als mit den Worten. Ich glaube, ja, so dieses Bild von Fußball von früher, dass es da so diesen einen, zwei Riesenchefs gibt in der Mannschaft, die so ein komplettes Sagen haben, das gibt es einfach nicht mehr. Fußball ist ja auch immer so ein Spiegelbild der Gesellschaft, sagt man ja, und das ist ja bei uns nicht anders. Wir haben viele junge Spieler, wir haben aber auch einige erfahrene Spieler und bei uns ist, ja, klar, als älterer Spieler hat man, sage ich mal, vielleicht mehr Rechte oder mehr durch seine Erfahrung einfach, ja, hat die Meinung vielleicht mehr Gewicht, aber bei uns darf jeder was sagen. Jeder ist da gerne eingeladen, auch durch Leistung voranzugehen. Und ich glaube, das ist immer das Allererste, was stimmen muss. Also am allerersten muss immer die Leistung auf dem Platz stimmen. Und wenn die stimmt, dann hat man auch automatisch auch neben dem Platz, glaube ich, eine wertige Rolle. Und das versuche ich einfach zu machen, ohne da jetzt groß irgendwie, also wie gesagt, ich bin da jetzt kein Lautsprecher oder kein Alpha-Tier. Aber durchaus einer der verlässlich ist. Ja, so kann man das, glaube ich, schon sagen. Zum Abschluss vielleicht noch Frage, was denkst du, was wir am Samstag für ein Spiel sehen gegen Ferl? Ist ja auch ein Aufsteiger, aber auch so eine überraschend gute Mannschaft, so eine gefährliche Mannschaft. Also für uns nicht überraschend, weil wir das ja dann auch immer in den Analysen sehen. Ja, die spielen super Fußball, also wirklich, die spielen richtig klasse Fußball. Und das haben wir im Hinspiel gesehen, dass sie uns wehtun können. Und es ist wie jedes Drittligaspiel, wir müssen alles raushauen. Wir müssen, der Trainer sagt immer, am Anschlag arbeiten. Das ist auch wieder vonnöten. Und dann trotzdem auch unsere Stärken einbringen. Und dann kann man natürlich da auch was holen, gar keine Frage. Also wir fahren dahin, um zu gewinnen, ganz klar. Und wofür es dann am Ende reicht, wird man sehen. Und ich glaube, das wird ein gutes Drittligaspiel auch für die Zuschauer werden. Das sagt Tobi Jennecke, unser Mann für die wichtigen Tore und gleichzeitig auch ein sehr reflektierter und cooler Profi. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Ja, gerne. Und viel Erfolg. Vielen Dank. Und dann hören wir und sehen wir uns wieder. Hoffentlich bald. Bestimmt. Tschüss. Ja. Das war das Interview mit Tobias Jennecke vom 1. FC Saarbrücken. Spannender Typ, gutes Gespräch. Und wenn ihr weitere spannende Inhalte zum 1. FC Saarbrücken sehen wollt, dann empfehle ich euch einfach, abonniert doch den Kanal oder drückt auf den Like-Button, wo auch immer ihr das gerade anseht. Das freut mich natürlich. Das gibt mir so ein bisschen noch mehr Motivation, zum 1. FC Saarbrücken geile Videos zu liefern. Und wenn ihr auch nicht direkt Fans vom FCS seid, glaube ich, ist es ganz spannend, was es hier an Infos, Analysen, Kommentaren zur dritten Liga gibt. Also bleibt mir doch treu als Zuschauerinnen und Zuschauer. Und bis bald.